bevor wir den Stream zu Ende machen, werde ich noch meine Aufstellung verraten. So, auch für die Leute im VOD, ich mache jetzt die Schalke-Corner-Aufstellung, also meine Aufstellung. Und habe da natürlich hier mein Bild. Das hier war die Community-Aufstellung, da werde ich jetzt ein paar Änderungen vornehmen. Mikhailov sehe ich nicht so als rechtes offensives Mittelfeld. Da würde ich wirklich eher den Drexler bevorzugen, der meiner Meinung nach sehr, sehr gute Spiele gezeigt hat auf der Position. Ich bin echt zufrieden mit Drexler. Der hat echt eine super Entwicklung unter Büskens vorgenommen. Die Viererkette würde ich auch so nehmen. Reise im Tor auch gut. Itakura auf der 6 auch gut. Zentral hat mir Latza im letzten Spiel nicht so gefallen. Da würde ich wieder auf Flick setzen, weil ja Palsson auch verletzt ist. Da würde ich den auf den Flick setzen. Man könnte auch überlegen, ne, ich würde vielleicht doch noch ein bisschen noch was verändern. Ich würde Salazar anstatt Flick hier spielen lassen. Und dann über links tue ich Chulinov rein. Das ist doch mal eine Aufstellung. Das ist doch mal eine Aufstellung. Sehr offensiv. Aber wir müssen auch zu Hause mal so ein Heidenheim an die Wand spielen. Schreibt mal auf jeden Fall, wenn ihr im VOD am Start seid, schreibt auf jeden Fall mal eure Wunschaufstellung in die Kommentare.